Barbaren, liebe Leute, Barbaren hier auf dem Kanal von Writing Bull. Ich bin Matsuman und wir werden von Barbaren angegriffen. Und dagegen müssen wir doch was tun. Deshalb haben wir hier schon eine Infanterie hingeschickt. Und wir gucken mal in der nächsten Runde, ob unsere Falle aufgeht, dass hier sich die Barbaren möglicherweise auf den großen Ingenieur stürzen. Und dann gar nicht auf uns zuziehen oder hier blöd plündern. Das wäre sehr gemein von denen. Nächste Runde ist nämlich auch Rainer hier. Dann wollen wir hier Bezirke bauen und ganz schnell die Gebäude drauf kaufen. Und dann wollen wir hier ganz schnell die Amundsen-Scott-Polarstation errichten. Machen wir nochmal eine Stufe kleiner, damit ihr auch ein bisschen was seht, noch mehr vom Bild. Und ja, zauberhaft. Das ist allerdings überhaupt nicht zauberhaft. Ein verheerender Schneesturm. Ich höre gar nichts mehr. Leute, habt ihr auch so ein Rauschen? Ist das der Sturm? Der heulende Wind und der peitschende Schnee lassen den Himmel und das Land weiß erscheinen. Vertraute Formen verschwinden unter gefrorenen Hügeln. Boah, vier Bürger sind gestorben. Drei Geländefelder sind beschädigt. Und drei sind getünkt worden. Eieieiei. Oh, wie bitter. Man sieht hier echt nichts. Man stolpert nicht über sein Erbe. Es ist da und will erkundet und geteilt werden. Jetzt können wir auch Schiffswracks uns holen. Opernhaus von Sydney, baubar und mehr Tourismus durch große Werke und Artefakte brauchen wir nicht zwingend. Leute. Mann. Sind hier wieder ein paar Bürger draufgegangen. Wahrscheinlich alle in Rocklos, oder? Sind hier auch Geländefelder betroffen? Von abgeschottet. Oh, ich glaube, hier haben wir dann auch Bürger verloren. Ah, wie bitter. Wie bitter, wie bitter. Das ist echt, echt gemein. Tja, müssen wir durch. Schiffswracks haben wir hier zwei Stück gefunden. Das sind dann wahrscheinlich beide, genau. Wald ist nach... Der endlich! Der Regenwald hat aufgehört zu brennen. Und ist jetzt stärker, hat jetzt mehr Produktion. Cool. Ist also offensichtlich mal ganz gut so ein kleines Feuerchen. Interpretiere ich so drauf. Das ist das heftige Unwetter. Dann haben wir Rainer jetzt hier in Lines of Isolation. Ja, und hier müssen wir natürlich was tun gegen diese Barbaren. Wir schießen nochmal, dann ist er fast tot. So. Schützen wir unser Geländefeld und jetzt... Würde ich ja meine Ärmel hochkrempeln. Die sind schon hochgekrempelt. Und jetzt werden wir mal ein bisschen tief in die Staatskasse greifen, um uns ein paar Bezirke und Gebäude zu gönnen. Wir gönnen uns einen Campus. 1435 Gold. Da ist er. Schwupp. Ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht. Ich habe mir das spektakulärer vorgestellt als ein kleines Klick. Campus, 10 Wissenschaft, 10 Produktion. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen die Bibliothek. Wir brauchen die Alchemistische Gesellschaft. Und wir brauchen ein Forschungslabor. So, jetzt haben wir ordentlich die Staatskasse geschröpft. Und jetzt können wir anfangen, die Amundsen-Scott-Station hierhin zu errichten. So. Kann man halt nur bauen mit Forschungslabor und muss selbst auf Schnee- oder Schneehügelgeländefeld gebaut sein. Den Pin können wir entfernen. Und dann können wir jetzt Gustav Eiffel hier hinschicken, der 3 Ladungen. Und 33 Runden dauert das jetzt, regulär. 23. Wir bauen mal weiter an den Renaissance-Mauern. Dann wollen wir Rainer als nächstes hier nach nebenan schicken. Vorher wollen wir aber natürlich noch ein paar weitere Bezirke uns gönnen. Wir haben gesagt, wir hätten gerne ein Aquädukt. Das kommt hier hin. Wald muss weg. Da ist das Aquädukt. Ich finde, das macht immer richtig Spaß, Bezirke zu kaufen mit Rainer. Also, ihr seht es vielleicht an meinen strahlenden Augen, aber mir geht da immer ein Herz auf. Und, oh, Industriegebiet können wir uns nicht mehr leisten. Ah, da müssen wir handeln. Leute, ich will doch diese Runde noch Rainer weiterschicken. Ich will jetzt nicht eine Runde warten.
Alu könnten wir verticken. Hat doch nicht jeder. Öl können wir auch verticken. Beides geht mit unserem guten Freund Ambiorix. Und mit Mansa Musa. Christina wollen wir nicht boosten. Wir gehen mal bei Mansa Musa vorsprechen. Der steht doch auf Geld. Was gibst du uns für Alu? Ein Gold für 30 Runden. Okay. Und was gibst du uns für Öl? Ähnlich viel. Gut, ich hätte gerne all dein Bargeld. Öl, Alu. Ich glaube, mit Alu kann er weniger anfangen, deshalb gebe ich ihm mal Alu. Und wir brauchen das Alu auch nicht. Hahaha, Dankeschön. Dann machen wir das gleiche bei Ambiorix. Mal sehen, wenn wir hier jetzt 20 Alu ihm geben. Ich weiß nicht, wo die Grenze liegt bei Alu. Ich glaube, bei 20 könnte die liegen. Wie viel gibst du uns denn für 20? Achso. 600. 700. Macht er nicht mehr. Ach, jetzt wünscht man sich wieder einen Schieberegler. 650. 670. 660. 655. 655 ist sein letztes Angebot. Nehmen wir auch mit. So, jetzt sollte doch das möglich sein mit Rayna und wir kaufen uns ein Industriegebiet. Acht. Da sind die acht. Oh, ich finde das super cool. Acht Stück. Das bringt uns sofort hier mächtig Vorteile. Und damit können wir Rayna auch tatsächlich wegtransferieren, ne? Loyalität nochmal gecheckt. Ja, 16, 9. Also alles im positiven Bereich. Wir werden dann ein bisschen weniger Wohnraum haben. Das macht nichts, weil wir gerade das Aquädukt fertiggestellt haben. Und wir werden ein bisschen weniger Annehmlichkeiten haben. Das macht aber auch nichts, weil wir bald ein Wunder haben, was uns da was zubringt. Dann schicken wir jetzt Rayna weiter nach Toronto. Wo ist denn Toronto? Da ist Toronto. Hier wollen wir die nächsten Bezirke uns kaufen. So. Kulturerbe erforscht, wieder weitere Gesandte bekommen. Weltraumrennen oder Unternehmensliberalismus. Ah, da würden wir auf Wissenschaft verzichten. Das wollen wir eigentlich nicht, weil wir wollen Wissenschaft ja viel haben, damit wir schnell die zukünftigen Technologien freischalten, wo auch ein Diplomatie-Siegpunkt drin ist. Das könnten wir noch machen. 4 Runden. Wann sind denn unsere Handwerker alle fertig? Wir könnten auch hier einen Handwerker nochmal vorziehen. Der könnte aber nicht mehr allzu viel hier machen. Der kann hier noch Minen errichten, das war's. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Handwerker einer Runde, 2 Runden, 2 Runden, eine Runde. Können wir hier noch schnell mal so, wir haben jetzt 4 bis 5 Runden Zeit. Wir gucken mal, ob wir hier was mit Handwerkern vorziehen wollen. Ja, Handwerker einmal vorziehen bitte, so rum. Hier wird schon einer gebaut, hier noch ein Handwerker. 3 Runden können wir auch vorziehen. Hier bauen wir das Wunder. Hier wird schon ein Handwerker gebaut. Hier wird ein Handwerker gebaut. Auch hier ziehen wir den einmal vor. Noch mehr Handwerker. Ich möchte bitte noch mehr Handwerker haben. Alchemistische Gesellschaft ist cool. Hier noch ein Handwerker bringt uns, glaube ich, nichts. Doch, wir könnten hier einen Berg noch
attraktiver machen, aber ich frage mich, ob das notwendig ist, wenn wir erst einmal unser cooles Wunder gebaut haben. Aber wir könnten ja mal eins in Quebec einmal hier vorziehen. Kommt, Leute. Können wir sogar andersrum machen. Der sollte noch rechtzeitig fertig werden. Hier wird noch einer gebaut. Und dann wollen wir hier noch einen haben. Oder brauchst du lange? Dann bauen wir doch hier noch einen Handwerker. Den würden wir dann nach Norden schicken. Der würde dann dort helfen. So. Hey, WB ist auch mit dabei. Liebe Grüße an dich. Wir bauen gerade ganz viele Handwerker hier. Wir sind ein Handwerker-Phobie, wollte ich schon sagen. Money sind wir. Eine Handwerker-Money. Dann gehen wir als nächstes auf das Weltraumrennen. Bekommen dort Politikkarten. Ja, die uns jetzt nicht so viel bringen. Aber ich würde gerne mit euch jetzt die erste Rockband uns holen, liebe Leute. Weil wir es können. Eine Rockband bitte für uns. Und ihr habt den Vertrag mit der Rockband unterschrieben. Sie sagen nur, ich kann deine Unterschrift nicht lesen. Ja, aber ihr seht ihn an, wie sie sich auf die Tour freuen. Und dann wollen wir die doch mal hier rüberschicken zu Christina und da mal gucken, was wir für coole Beförderungen haben. Wir haben 5 Gesandte, können wir schicken. Aber wir sind überall Suzerän. Wir können noch mal... Wir könnten mal einen hier hinschicken und einen hier hinschicken. Dann bekommen wir noch mehr Produktion in den Kraftwerken und noch mehr Wissenschaft in den Forschungslaboren, die wir inzwischen alle haben. Und den Rest, die 3, behalten wir uns mal, falls uns jemand ärgern möchte, beim Suzerän. Jetzt haben wir noch mehr Wissenschaft, habt ihr oben gesehen, als eben, weil wir schon so viele Forschungslabore haben. So ein Forschungslabor bringt uns jetzt nämlich 14. 14 obendrauf. Und wir müssen natürlich zusehen, dass wir dann hier auch Strom demnächst haben. Ich glaube, wir werden hier nächste Runde Stromprobleme haben. Und dann schauen wir mal. Hier wollen wir nochmal gleich gegen diesen Barbaren kämpfen. Da brauchen wir auch keine mechanisierte Infanterie. Wir überspringen das mal. Und ja, wir wollen hier die Stadt weiter boosten. Stadtstaaten sind schon eingestellt. Was bringt uns dann hier was Gutes? Granada ist immer sehr gut. 6, 7, 22. Ich glaube, Granada ist das Beste. Wenn wir noch mehr Kultur haben wollten, könnten wir auch Nan Madol nehmen oder Kumasi. Aber bei 770... ist das, glaube ich, 3 mehr oder weniger spielen da keine Rolle. Wir gehen mal nach Granada. Und ich glaube, wir können auch aktuell nicht geplündert werden, weil wir die Münzreform haben als goldenes Zeitalter oder beziehungsweise die Widmung daraus. Wir wollen jetzt natürlich die Handwerkerkarte einmal einstellen und müssen dafür einmal auf was verzichten. Auf die Annehmlichkeiten möchte ich noch nicht verzichten. Und deshalb würde ich sagen, wir nehmen für die Handwerkerkarte rein. Wo ist sie? Öffentliche Bauvorhaben. Wir verzichten auf knapp 70 Gold, was viel ist. Aber dafür haben wir gleich ganz viele Handwerker. Let's rock, schreibt der Chat. Genau, nächste Runde können wir die Einheit benennen. The Matsumen vielleicht wird vorgeschlagen, warum auch nicht. Und hier können wir jetzt nochmal unseren Kanal weiter befördern. Überhaupt erstmal bauen. Da geht der hier rüber und bringt uns nochmal 5. Die scheinen immer 5 Runden dazu zu bringen. Dann bauen wir hier mal weiter mit der Werkstatt in der Zeit. Die wird schon früher oder später fertig werden. Deshalb kommt hier auch direkt der nächste Militärpionier dazu. Dann müssen wir hier reparieren. Tabak war hier kaputt gegangen. Hier hat es gebrannt. Hier hat wieder jemand gezündelt. In der Wunderwüste. Dabei ist hier so streng Rauchverbot. Oder Feuerverbot. Das wundert mich tatsächlich. Hier haben wir einen Ausrichtungsbonus für die dezentralisierte Herrschaft bekommen. Rena ist da, haben wir gesehen.
mehr Wohnraum in Toronto. Wir bekommen ein bisschen mehr Wohnraum tatsächlich, wenn wir noch eine Mauer bauen würden, aber oder einen Kornspeicher. Wir bleiben mal bei der Hochwassersperre und schauen mal, ob wir uns hier auch noch einen Handwerker gönnen können. Der dauert zu lange. Ah, vielleicht kaufen wir uns den. Naja, mal schauen. Dann würde ich sagen, eine Runde weiter. Da kommen unsere Ritter angedüst. Die machen ja ein Päuschen. Jetzt aber eine Runde weiter und wir zoomen mal raus und gucken mal, was hier so passiert. Ah, diese fiesen Apostel von Christina sind unterwegs. Die soll hier nicht weiter missionieren. Das finde ich blöd. Oh, was will sie haben? Sie möchte Kohle, Alu, Räucherwerk, gibt uns ein Gold und den Kessel von Gundestrun. Ist das so ein Zauberkessel, Leute? Kann man da Zaubertrank mitbauen? Ist das der verloren gegangene Kessel von den Galliern? Können wir den vielleicht am Biorix teuer verkaufen? Ihr wisst die Geschichte, ne? Mit Miraculix und dem Kessel und so weiter, wo da immer der Zaubertrank drin gebaut wird. Vielleicht ist da sogar noch ein Rest da drin. Aber Leute, ganz ehrlich, Christina macht uns Druck beim Wissenschaftssieg. Alu will ich ihr nicht geben. Den Kessel brauche ich auch nicht. So, und jetzt kannst du nochmal sagen, was du mir geben möchtest. Ja, 21 Gold. Ach, 20 Kohle. Verpeste doch die Welt, Christina. Wenn du meinst, du musst das machen. Das wird dir nur das schwerer machen beim Diplomatiesieg, weil du dafür nämlich weniger diplomatische Gunst bekommst. Wir können gleich mal schauen, ob wir hier noch uns hier was holen können. Oh, wir können bei Christina noch ein bisschen Luxusgüter uns holen. Das wird uns auch helfen, noch weiter unsere Annehmlichkeiten nach oben zu treiben. Die sind offensichtlich ausgelaufen. Holen wir uns gleich Wein und Elfenbein. Liebe Leute, Wein und Elfenbein, wie kann man das Ganze gut kombinieren? Was kann man daraus zaubern? Frage an euch. Seid kreativ. Welche Produkte kann man daraus erzeugen? Und, oder kann man das Ganze essen? Ich bin mir nicht sicher. In 8 Runden bekommen wir den Nobelpreis endlich, der natürlich uns zusteht. Wir sind meilenweit abgeschlagen vorne. Oder haben die anderen abgeschlagen. Elfenwein wird vorgeschlagen. Tja, Elfenwein klingt gut. Elfenbeinflaschen mit Wein. Ja, okay. Ach so, dass man den Wein aus so einem Elfenbein Horn vielleicht trinkt. Das wäre auch was. Eine gemäßigte Flut. Aber, oh Leute, wir haben gerade rechtzeitig den Staudamm hier errichtet. Das war erst letzte oder vorletzte Runde. Deshalb ist uns hier nichts passiert. Sehr gut. Das nenne ich mal Timing. Aber dafür, wenn wir nachts zu den Sternen aufblicken, leuchtet alles, was wir sehen, aufgrund von ferner Kernfusion. Ui. Kernfusion können wir jetzt schon. Wir haben gerade mal Uran entdeckt und können schon Fusion machen. Ja, was ich sagen wollte, dafür hat ja hier diese Überschwemmung uns hier übelst wehgetan. Alles zerstört. Vielleicht sollten wir doch hier nochmal einen Staudamm bauen. 1,6. Im Vergleich zu 4,9. 2,7. Und 1,7. Ist das Feld, was am wenigsten abwirft. Aber ich finde das so schade, weil man hier auch so Dreiecke bauen kann. Ach, naja. Rockband. Leute, wir können die Rockband benennen. Habt ihr gute Namen gefunden? Erstmal gucken, was kann die für Beförderung haben? Geht bis 11 religiöser Rock- oder Surfband. Ja. Das bringt uns alles nicht so viel. Da würden wir ganz viel Tourismus erzeugen, aber davon haben wir nichts. Es sei denn, wir wären sozusagen kulturell so weit vorne, dass wir die stärker beeinflussen, aber das glaube ich nicht. Wir haben keine Religion gegründet. Würde das bedeuten, wenn wir religiösen Rock nehmen, liebe Leute im Chat, und wir keine Religion gegründet haben, dass dann die Städte keine Religion mehr haben? Das fände ich richtig cool, weil dann könnten wir ja Christina da sehr, sehr wehtun mit. Die ja auch bei dem Religionssieg weit vorne ist. Hat schon 3 der 5 Sivs bekehrt. Geht das,
wir haben ja selbst keine Religion gegründet, dass dann die Religion verschwindet. Was sagt der Text? Durch ein Konzert wird die vom Besitzer der Einheit gegründete Religion, wir haben keine, in der Stadt vorherrschend. Was passiert, wenn wir keine Religion gegründet haben? Stürzt das Spiel dann ab? Oder ist es dann keine Religion? Oder ist es der Religion, der wir angehören? Also das würde ich ja gerne mal herausfinden. Surfband in Seebädern und Häfen. Haben wir denn hier Häfen bei Christina? Seebäder haben wir, glaube ich, oder? Das ist ein Seebad. Wir können ja mal schauen. Was hat Christina zu bieten? Ein Seebad hier. Das ist weit weg. Das ist noch weiter weg. Ah, die sind weit weg. Und dann suchen wir mal nach Hafen. Aber da muss mindestens ein Leuchtturm, glaube ich, draufstehen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Deshalb suche ich mal nach Leuchtturm. Das ist unser eigener. Das ist auch unser eigener. Ja, das ist beim Stadtstaat. Auch, das sind ja alles unsere eigenen. Hat die KI keine Häfen? Doch, hier oben. Ein. Ja, also weil das so ungewiss ist mit der Surfband, ich mache mir mal einen Schnellspeicherstand. Das will ich mal ausprobieren, offline, was passiert, wenn man mit so einer Rockband, ja, eigentlich die Stadt bekehren möchte, aber das Ganze noch nicht ganz klappt, weil wir gar nicht eine eigene Religion gegründet haben. So, und dann nehmen wir mal die Surfband. Bedrohliche Höhen. The Matzo Man. Bryan Adams, Nickelback. Alles aus Kanada. Das wären natürlich die Beach Boys am ehesten, oder? Die Kastelruther Matzen. Atheistenrock. Ja, was nehmen wir denn mal? Das sind natürlich die... Danke, David. Hast zwei doofe Eingedanken. Ich glaube, wir haben das beide gleichzeitig gehabt. Metallica ist auch gut. Mountaineers Boys ist auch cool. Raga Puffin. Das sind die Beach... Beach Canadians. Ach, wir nehmen die Beach Bulls. Das ist so eine schöne... Fängt beides mit B an, ist nicht ganz eine Alliteration, aber so halb. So. Jetzt wollen wir... Jetzt können wir endlich herausfinden, wo denn Uran ist. Nehmen das mal als nächstes. Haben einen Handwerker fertiggestellt und können den Richtung rüber schicken. Dann können wir hier noch ein paar... Gebäudemann, wir können sogar noch einen Handwerker rüberschicken oder noch mal einen Spion. Wir können auch... Oh, Umstellung auf Atomkraft. Na, wir wissen ja noch nicht, ob wir tatsächlich Uran haben. Ich gehe mal davon aus, aber... Wir haben hier weder einen Hafen noch einen... Doch, wir haben ein Handelszentrum, okay. Flugplatz, heilige Stätte, brauchen wir alles nicht. Raumhafen, ja, Schutzgebiet. Macht keinen Sinn. Panama-Kanal. Hier. Und dann einmal hier so durch. Ah, das wird aber viele Geländefelder kaputt machen. Wir haben so schön Chichen Itza gebaut, das tut mir weh. Kanalisation brauchen wir auch nicht. Ja, was machen wir? Wir bauen mal einen Spion. Das ist jetzt unsere Spionstadt in Getränk erstmal. Hier haben wir auch einen Handwerker fertiggestellt. Sehr hübsch. Dann geht es weiter mit einer Werkstatt. Die Golfschlechter jagen mal hier weiter. Die KI. Und hier bauen wir natürlich weiter unsere Amundsen-Scott-Polarstation. Oh. Jetzt ist die rausgeflogen. So. Wir
Wir könnten ihn eine Runde laufen lassen, dann wäre die nächste Runde fertig. Ich glaube, 9 Runden hat das gebracht. Dann machen wir das mal so rum. Oder geht das dann mit dem Handwerker nicht mehr? 3 Runden haben wir noch Zeit. Handwerker braucht 2 Runden. Das klappt. Ja, ein Getränk geht immer noch ein Skigebiet. Das ist dieser einsame Berg hier. Aber schaut mal, wir sind hier schon bei plus 5. Also haben demnächst nochmal plus 2 obendrauf. Das ist irgendwie Verschwendung, finde ich, hier mit dem Skigebiet. Noch ein Handwerker. Fertig. 6 Ladungen hat er. Hier kann er nichts mehr bauen. Dann geht er auch mal rüber. Sägewerke wollen wir hier nicht bauen. Ansonsten ist alles modernisiert. Stadt ohne Energie. Ja, das haben wir gesehen. Deshalb wollen wir hier möglichst schnell auch ein Kraftwerk uns holen. Rainer ist in 4 Runden da. Dann müssen wir ein bisschen Gold sammeln. Warten wir noch ein bisschen, bis Geld ausgeben. Nächster Spion. Ach, das ist der Spion, den wir hier im Regierungsplatz einsetzen wollen. Ist das der Regierungsplatz? Nicht, dass hier uns nochmal Geld gestohlen wird. Liebe Leute im Chat, nehmt euch in Acht. Die Bezirke sind jetzt hier geschützt. Die sind tabu für euch. Oh, wir können auch mal Gebirgstunnel uns überlegen. Das wäre ja cool hier, Leute. Hier ein Gebirgstunnel durch, damit wir hier schnell hin und her ziehen können. Das finde ich auch eigentlich ganz cool. Oder am besten hier, dann ist das automatisch verbunden. Fände ich von der Immersion her ganz hübsch. Flussüberschwemmung verhindert, das war hier oben, da haben wir uns gefreut. Ja, und das ist dieser Schneesturm, der hier weitergewütet hat. Hat noch ein Geländefeld beschädigt. Na gut. Ein Handwerker, der hat noch 4 Ladungen. Braucht die Stadt schon Strom? Nein. Das kommt dann hier erst alles noch. Dann können wir uns hier nochmal ein Skigebiet gönnen. Die Stadt braucht auch noch keinen Strom. Wie sieht es von der Anziehungskraft her aus? Dann könnten wir doch hier ein Alcazar bauen. Oh, oder eine Eissporthalle. Ach, die sind ja, ist ja jetzt abgerissen worden. Ah, die haben wir entfernt. Die wollten wir eh umsetzen. Hier würde das plus 4 bringen. Die war vorher hier. Aber ich glaube, hier macht ist die besser. Hier bringt die, glaube ich, mehr. Mahavihara wollten wir auch endlich mal bauen. Wir bauen mal ein Alcazar. Das ist ganz cool. Wird das auch genutzt jetzt überhaupt hier? Nee. Wird nicht mal genutzt. Die Stadt braucht erst noch ein paar Bürger mehr. Ach komm, aber die 2 Produktionen, das können wir mal hier rüberziehen. So. Also insofern wäre der Sturm ganz gut, weil der uns hier die Arbeit abgenommen hat von dem Handwerker, dass wir hier die Modernisierung drumherum entfernen wollten. Die hat er hier schon entfernt. Das war sehr nett von dem Sturm. So, was können wir hier bauen? Oh, hier könnten wir jetzt einmal den Dschungel, den Sumpf entfernen. Und dann könnten wir hier mal neben dem Campus endlich diese Mahavihara bauen, die uns noch erstmal eine Technologie bringt, weil das die erste ist, und noch boostet den Campus, der daneben steht. Das finde ich auch hübsch. Und dann können wir hier ganz viele Sägewerke bauen. Hier müssen wir noch Tabak und Pfeife errichten. Also, das Tabak abbauen, und eine Pfeife müssen wir uns irgendwo besorgen. Eissturm ist Mitarbeiter des Monats. Genau. Oh. Mittler wurde uns wieder geklaut. So eine Frechheit. Oh, da müssen wir schon 2 Gesandte hinterher schicken. Wir haben 3. Oh, das wird kritisch. Aber machen wir natürlich. Wir wollen weiter souverän bleiben. Die unkalkulierbare Variable im Krieg ist der menschliche Wille. So, jetzt können wir Flugzeugträger, Zerstörer bauen und wissen, wo Uran ist. Und... Ah, kein Zeichen, dass wir Uran aufgedeckt haben. Kann das sein, Leute, dass wir in unserem riesigen Reich kein Uran haben? Ist das möglich? Hier ist Uran.
Die Gallier haben Uran unter ihrem Wohngebiet, deshalb strahlen die Leute da auch alle. Der hat sogar gleich zwei Uran. Tja, das war's. Weder Christina noch wir haben Uran. Das geht hier alles zwischen den Galliern und zwischen Mansa Musa. Das ist ja bitter. Dann können wir ja gar keine... dann können wir gar keine Atomkraftwerke bauen. Das ist ja schade. Dann müssen wir wohl weiter auf Kohlekraftwerken bleiben und müssen wir andere erneuerbaren Energien anschließen. Jetzt kümmern wir uns einmal um Mittler. Wieder unser. Mittler hat Christina den Krieg erklärt. Ich hoffe, die haben jetzt gleich wieder Frieden geschlossen. Christina hat Krieg gegen Mansa Musa. Sind die immer noch im Krieg oder ist das ein neuer Krieg? Die machen ja schon seit Jahrhunderten Krieg. Und es geht hier irgendwie nicht weiter. Mittler ist so, ja, zeichnet die Grenze hier zwischen diesen beiden Staaten. Das finde ich echt lustig. Fortgeschrittene Ballistik. Ah, die haben wir jetzt aufgedeckt. Ja, und wir müssen in die Zukunft hier weiter rein. Hier irgendwo 4, 2, 3. Wir machen mal die Lasertechnologien. Kampfroboter könnten wir auch machen. Hätten wir Uran, haben wir alles nicht. Das ist sehr schade. Abgeschottet hat ein Handwerker gebaut. Können wir gleich noch weiter modernisieren hier. Und baut als nächstes ein Forschungslabor. Das Forschungslabor braucht, glaube ich, 2 Strom oder 3. Und dafür können wir dann direkt hier mal einen Solarpark bauen. Es sei denn, es gibt andere Geländefelder, die wir noch modernisieren müssen. Das ist, scheint aber nicht der Fall zu sein. Ich könnte auch erstmal ein paar Geländefelder abreißen für das Schutzgebiet. Wir könnten hier einfach ein bisschen Produktion uns noch holen, indem wir hier Wälder und Sägewerke draufsetzen. Das finde ich ganz gut. Ein Handwerker, der hier oben uns nochmal einen Skiort geben kann. Wo stehen wir momentan? Ja, die Städte werden immer mehr glücklich. Ein paar Städte sind sogar erst noch zufrieden. Dann müssen wir hier noch ein paar mehr Skiorte, glaube ich, bauen. Und das Wunder ist ja bald da. Wo ist denn hier unser... Wollten wir nicht unseren großen Ingenieur hier hinschicken? Was macht er denn da? Du solltest doch rüber. Wir haben doch gesehen, dass du dir eine Ladung durchaus gönnen kannst. In 8 Runden ist die Freiheitsstatue fertig. In 8 Runden ist der Weltkongress. Das passt. Dann können wir den ja jetzt hier einmal rüberschicken. Sehr schön. Auch ein Handwerker, der abgeschlossen ist. Achso, das war der, den wir gerade geschickt hatten. Ja, einmal ein Forschungslabor. Eindämmung bei der Politik. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis von The Real Ozymandias. Die Eindämmung bringt ja bei der Politik, wenn ich die einstelle, kann ich jetzt nicht reingehen, aber wenn dann der Suzerän eines Stadtstaates einer anderen Regierung angehört als wir, zählt ein Gesandter als zwei. Das könnten wir beim nächsten Mal machen. Und dann könnte es reingehen. So, wir bauen weiter an der Amundsen-Scott-Südpolarstation. Und ich glaube, die könnte gleich fertig werden, oder? Wir killen hier vorher einmal diesen Barbaren. Der soll nicht dabei sein. Und dann schauen wir mal, dass wir hier eine die fertigstellen. Das machen wir jetzt gleich im Anschluss auf Twitch. Auf YouTube müsst ihr euch leider gedulden bis zum nächsten Mal. Bitte seid mir nicht böse, aber nächstes Mal sehen wir auf jeden Fall die Südpolstation. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Matzoman.